3. Jetzt darf ich erstmal wieder mein Bett stellen. Will gerade überlegen, wie man das am besten machen kann. Gut, dann hört das hier nämlich genauso auf, wie es angefangen hat. Da kommen dann... falsches Ding. Treppen drauf. Durch die Halbsteine, die da drunter dann noch kommen, ist das dann auch genau auf der richtigen Höhe. So. Hier passt es jetzt hoffentlich auch so. Quatsch, 3. Na, war doch richtig. Hab wohl einen Knick in der Optik. Hier haben wir ein bisschen, oder? Ne, auch 4 rein. Genau wie da. Und hier das gleiche in grün. Wieso? Ach ja, stimmt, die sitzen hier ganz in der Ecke. So, jetzt merken wir uns mal die Orte, wo Mobs spawnen können. Das ist das komplette Förderband. Da muss also eine ordentliche Beleuchtung hinter. Das sind hier vorne diese einfeldergroßen Dinger. Wir müssen uns sowieso noch Gedanken machen, wie wir das ganze Monster hier beleuchtet kriegen. Naja, machen wir erstmal weiter. Kümmern wir uns mal um den Eingang. Das ist ja auch noch so etwas. Da soll es reingehen. Und zwar ideal, da wir ja eine Tür reinbauen müssen auf der Höhe. Nicht so dolle, oder? Cobblestone-Treppen. Oder wir machen den Eingang auf der Höhe. Dann kann man rein und dann ist hier noch 3 Felder groß. Sollte ja überall noch reinpassen. Ein tiefer gelegtes Abteil. So. Dass man halt entspannt rein und rauskommt. So, dann. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Das kann man so lassen. Okay. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir machen obligatorisch. Deshalb habe ich extra so viel Holz gefarmt. Auf die Bänder, ein paar Kisten. Das ist jetzt das abfahrende Gepäck. Und ich brauche... Nein, euch brauche ich nicht. Wie geht ihr denn nochmal da?
Ach, gib mir mal 12. Denn das sieht hier aus, als würde es hier einfach in der Wand verschwinden. Das ist natürlich scheiße. Oh, hier fehlt noch ein. Da sind dann Klappen und dahinter, wenn wir dahinter noch etwas Dunkleres packen würden, sieht das wahrscheinlich noch besser aus. So. Ja, sieht auf jeden Fall noch besser aus. Da verschwindet dann halt das Gepäck rein. Und wird dann wie durch Zauberhand auf die erste Etage gespült. Zur Gepäckweiterverarbeitung, wo das Gepäck dann auch zu den Flugzeugen gebracht wird. Na toll. So. Und so. Hier fehlt wieder einer. Da haben wir schon Hohlraum hinter. Da fehlt auch noch einer. Ich nehme mir für den Flughafen, auch für die Räume, wirklich viel Zeit diesmal, damit da wirklich auch was Gescheites rauswächst, wenn wir schon so viele Stunden daran ackern. So, jetzt euch. Und euch habe ich jetzt auch schon wieder so viele über. Kann man ja der Einfachheit halber schon mal hier reinsetzen. Es geht bis hier. Ganz reichen wird es nicht, das sehe ich schon. So, die Eingänge, die könnten wir ja auch schon mal überall machen. Dafür sollte das noch reichen, was wir an Halbsteinen haben. Das bedeutet natürlich auch, dass der Eingangsbereich gut ausgeleuchtet sein muss, da dort dann ja auch eine Schwachstelle ist. Habe ich da auch schon Fackeln dran gehangen? Oh ja, habe ich schon. Das heißt, auch hier muss da noch eine Reihe drüber. Ob das unbedingt mit dem gelben Lehm sein muss, weiß ich nicht. Ja, dann machen wir den letzten auch sofort. Dann haben wir die drei schon mal mit drin. Können wir das nicht vergessen? Ich spreche manchmal richtig Ruhrplatt. Kann das sein? So, dat und wat? Sollte ich mir irgendwie abgewöhnen. Lieber Hochdeutsch. Wir haben ja eigentlich wirklich nur einen leichten Akzent, so im Ruhrgebiet. Der ist ja großteils wirklich ausgestorben. Was auch nicht schlecht ist. Denn die Leute, die den noch richtig extrem sprechen, die verstehst du nicht. Jetzt habe ich noch genug über. Machen wir nämlich dann hier auch hier noch den Kabel weg. Dann haben wir hier auch einen richtig schönen Eingang. So. Hier können schon mal Fackeln dran. So. Das ist ein Anfang, würde ich sagen. Gut. Hier macht sich gerade eine Kiste auf den Weg. Da läuft eine.
Da läuft eine. Und hier läuft eine. Da steht auch eine. Ist halt Hochbetrieb. Wenn wir mal irgendwann ganz viel Müll haben, der nicht mehr ins Lager passt, kommen wir hier hin und packen die Kisten voll. Natürlich spawnt da eine Spinne. Hä? Ist das ein dicker, fetter Schleim? Das ist ein dicker, fetter Schleim. Wieso spawnt da ein dicker, fetter Schleim? Und dort auch? Seit wann spawnt hier Schleim? Ich meine, das ist genial, dass hier Schleim spawnt. Ich freue mich voll. Aber seit wann tut er das? Wow. Die Jungs. So. Und den zweiten da hinten, den holen wir uns jetzt natürlich auch. Wenn schon, denn schon. Hm. Erstmal das Skelett ausschalten. Das ist nicht so brav wie der Schleim. Ja, ja. Wo ist mein Schleim? Ah, da unten ist er. Hm, der hat jetzt aber weniger gedroppt. Na, ah, 33 Schleimkugeln. Da kann man schon wieder was draus machen. Merken wir uns jetzt, auf dem Flughafengelände spawnt Schleim. Okay. So. Jetzt hatte ich mir gedacht, vielleicht reicht es ja schon, wenn wir da einfach Fackeln drüber setzen. So, haben wir zumindest schon mal ein bisschen Licht hier drin. Hier auch. Was man jetzt noch überlegen kann, das wäre hier so eine 2 Reihen große Laminatbodenlösung hinzulegen. Wäre vielleicht auch ganz nett, dass der Sitzbereich optisch vom normalen Lauf- und Gehbereich so ein bisschen abgetrennt ist. So. Macht sich doch wahrscheinlich ganz gut an der Stelle. Auch so ein bisschen Abwechslung im Bodenbelag. Mäh. Jetzt habe ich zu viel Bodenbelag gemacht.
Egal. Dann hauen wir einfach raus, was geht. Danach verbauen wir noch die Steine kurz. Hab ich dort auch reingelegt, ja. Und jetzt kann ich den Rest da auch wieder aufnehmen. Wir lassen ja generell nichts verkommen. Auch keine Spinnfäden. So, dann haben wir hier die Sitzbereiche für die Leute, die vielleicht etwas eher am Flughafen angekommen sind und noch warten, dass ihr Schalter geöffnet wird. Und nach vorne hin dann die Schalter. So, jetzt machen wir noch hier die Tore rein. Ganz einfache Zauntore. Jetzt brauche ich wieder Halbsteine. Quatsch, Halbsteine. Dinger. Stöckchen. Und ich meine, das war so. Nee, das sind normale. Dann genau andersrum. Machen wir noch ein paar mehr. Ich brauche noch an anderen Stellen ein paar. So. Wow! Der passt ja genau da rein. Sieht ja sogar gut aus in dem Texture Pack. Ich dachte jetzt, der wird halb in der Luft schweben, aber dadurch, dass hier die Stütze noch ist, sieht das richtig gut aus. So. So. So, 4 brauche ich für oben noch. Ja, die habe ich auch. Ah, oh, das war's im Groben für heute. Ich hoffe, euch gefällt, was hier entsteht. Mit dem Aufzug müssen wir mal gucken, wie wir den nach oben laufen lassen. Oh, dann haben wir hier noch. Der Rest hat, glaube ich, schon dort hinten, ja, also nur noch dort. Und ich glaube, dort wollten wir auch noch Leitern runterlaufen lassen, in der Ecke. Ah, die haben wir doch bestimmt auch noch im... Nee, wir haben letztes Mal alle verbaut. Dann machen wir erstmal dort jetzt. Was eine Strecke. Ja, wir laufen hier schon mehrere Kilometer so am Stück in einer Aufnahme, wo wir hier hin und her hetzen. Ich habe schon überlegt, wenn das hier fertig ist, bauen wir uns Tunnel zu den einzelnen Gebäuden noch. Die sollten eigentlich auf der richtigen Höhe liegen. Oder jetzt hier nicht ins Gebäude, dort in den Tunnel rein. Also in die Unterführung und dort, dass das irgendwie dort so auskommt. Es wäre wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Dann kann ich von hier unten immer schön da langlaufen. So, für heute war es das. Wir haben gezeigt, was wir können. Bis zum nächsten Mal. So, Hallöchen, da sind wir wieder. 1.9, immer noch. Wer weiß, wie lange noch. In 3 Wochen soll ja schon der erste Snapshot zu 1.10 kommen. Deshalb bauen wir heute ein bisschen weiter. Denn wenn die 1.10 kommt, möchten wir uns ja doch mit was anderem beschäftigen. Vielleicht, eventuell.
Und Mann, haben wir ein volles Inventar. Erstmal ein bisschen was loswerden, würde ich sagen. Die haben wir jetzt ja soweit erstmal drin. Okay, Eiche nehme ich ein bisschen mit. Davon auch, davon auch, davon auch. Das hier erstmal nicht. Lehm, ja, können wir mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen mehr davon. Kürbisse, ich brauche beleuchtete Kürbisse. Das heißt, ihr werdet jetzt auch beleuchtet. Was habe ich heute vor? Ach, hatte ich nicht genug Fackeln. Das weitermachen, wo wir letztes Mal angefangen haben. Also die erste Etage fertig. Und dann, ja, mal schauen, die nächste anfangen. Den Aufzug. Also wir machen heute so ein bisschen auch Creative Mode Action. Also Kommandoblöcke setzen, Kommando reinschreiben. Ist nichts Drastisches oder Dramatisches, was da reinkommt. Ja. Hier ist inzwischen ja auch schon alles gewachsen. Da kann man dann schon mal den Weg reinschneiden. So. Und so wird das hier dann nach und nach schön gemütlich, hoffentlich. Jetzt geht auch gleich die Sonne unter, dann machen wir den Weg hier noch. Ach, der ist breiter. Dafür nicht ganz so lang. Doch, eigentlich müssten die gleich lang sein. Hm? Ja. So. Und noch einmal hoch hier. Das Schöne ist, jetzt kann natürlich hier in der Mitte auch nichts mehr spawnen. Weil das ist ja kein von Grund auf solider Block mehr. Und das heißt, wir haben da gar keine Beleuchtungsprobleme. Das war auch der Hauptgrund, warum da ein Weg drauf kommt. Einfach, dass wir diese Schwachstellen loswerden. Unser Vorteil ist natürlich, wenn wir den Aufzug drin haben, haben wir keine Probleme mehr. Also mit hoch und runter kommen. Dann brauchen wir die Leiter nicht mehr. Dann drücken wir einfach den Aufzug, den Knopf nach oben und wir kommen nach oben. Keine Löcher in der Decke drin, wie bei Treppen ja so üblich ist. Nee, das wird schön. So. Das sah doch eigentlich schon gut hier unten aus. Fehlt ja nur noch eigentlich die Aufzüge und ein bisschen Boden. Oh, na toll, wir haben absolut keinen Platz im Inventar. Das ist natürlich schlecht. Naja, dann fangen wir draußen an. Nachher holen wir auch noch eine Schere dazu. Ich brauche hier nochmal ein bisschen zum Hochkrabbeln. So. Denn ich wollte hier vorne den nochmal wegtun. Und dort eine Kürbislaterne draufstellen. Einfach für die Dachbeleuchtung. Ist vielleicht auch ein optisches Highlight. Wieso habe ich eigentlich Sandstein dabei? Oder vielmehr, wieso hatte ich genau einen? Nee, hatte ich da wirklich noch einen Slot frei? Habe ich den gerade übersehen? Ich werde wohl langsam wirklich alt. Das ist ja nicht anders zu erklären. Ich werde alt. Uralt. Oh je. Das hatte ich mir doch irgendwann mal als junger Bursche vorgenommen, nie alt zu werden. Ja, wir könnten ja das hier fertig machen. So. Jetzt müssen wir natürlich ein Stück laufen, um wieder reinzukommen.
So. Ah! Einmal muss das ja schief gehen. Das macht man eigentlich von oben normal. Dann geht's auch einfacher. Und man macht nicht so viele Fehler wie ich jetzt hier. Nee. Das muss ich von hier machen. So. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Aufzügen an. Den Aufzug, hatte ich ja gesagt, den bauen wir aus Holz und aus Glas, nicht aus... Da wir hier in der Ecke jetzt kein normales Holz verbaut haben, können wir das auch prima nehmen. So, der Boden wird mit dem hier gemacht. Die Seitenwände, die könnten wir eigentlich massiv machen. Nur hier vorne gerade mal so ein bisschen Glas rein. Naja, da gucken wir gleich mal. Jetzt haben wir nämlich erstmal wieder einen Slot frei und den nutzen wir dann auch. Und hier tun wir gleich mal das hier hin. Auch. Ja. Toll gemacht. 6 geteilt durch 4. Heute nicht meine Stärke. So, jetzt musst du natürlich auch erstmal weg. Also gehst du hier hin. Das Bett könnten wir ja eigentlich auch hier hinstellen. Dann haben wir erstmal Ruhe. Ruhe. So, so und so. Gut, dann machen wir den Boden fertig. Und dann die Decke. Und dann alles, was dazwischen kommt. Wenn wir da Glas hin tun wollen, müssen wir da auch noch... Denn das sieht man sonst und das sieht blöd aus, wenn da Dreck drunter ist. Kann man ja so nicht lassen. Mist. Also, jeweils noch 2 raus, immer. Ja. Ja. Klasse. War wieder Hochleistung. So. Da hinten sind auch noch ein paar Aufzüge, da können wir das dann auf dem Rückweg jetzt auch machen. Ich hoffe, wir kommen mit dem Cleanstone aus. Naja, ansonsten müssen wir brennen. Wir haben genug Kohle, wir haben genug Stein, sollte kein Problem sein. Da könnten wir uns ja eigentlich irgendwo so eine kleine Mine bauen dafür. Dann immer gucken, dass der Kabel brennt und dann nebenbei nach Eisen suchen. Oder wir nehmen eine Mine, die wir schon haben. Da auch schon gemacht? Ja, dann sollten wir alle haben. 4 Stück, ja. Das fügt sich doch hier wunderbar zusammen. Ja, also jetzt, wenn man reinkommt,
Das sieht doch schon gleich ein bisschen anders aus. Man kommt rein und hat hier Sitzbänke, man hat hier Tresen, da kommen auch noch nette Empfangsdamen hin. Da müssen wir übrigens gucken, die müssen etwas tiefer gesetzt werden, weil sonst gucken sie mir zu sehr drüber. Ja, das kriegen wir aber auch irgendwie hin. Zur Not setzen wir sie hin, das wird natürlich auch gehen. Sollen idealerweise hier stehen. Unsere Kürbismännchen. Schon alles weg. Was ist Miau? So. Wie schnell doch so 6 Stacks weg sind. Das ist eine große Fläche, die wir hier abdecken. Aber einen Großteil haben wir ja schon. Und dann kommt das Dach, das ist ja noch größer. Das Dach ist dann auch gleichzeitig der Boden für die nächste Etage. So. Ja, natürlich. Ja, das macht doch schon mal einen guten Eindruck hier drin, finde ich. Wie ihr es findet, müsst ihr mir vielleicht mal mitteilen. So, dann fangen wir mal hier mit dem Dach an. Die Reihe ist natürlich jetzt richtig ätzend. Ich hoffe, wir sind hier auch. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir hier überhaupt richtig sind. Doch. Ja, wir gehen daneben einen höher noch, aber die Reihe ist so richtig. Gott, ist das lustig, hier rumzuspringen. Da kommt doch Freude auf. So. In der nächsten Ladung werden wir auf jeden Fall auch ganz viel Glas mitbringen. Hier bin ich übrigens noch im Überlegen. Da habe ich noch eine bessere Idee, glaube ich, für die Tür. Und dazu brauchen wir nur noch ein bisschen Sandstein. Also nicht viel an neuen Rohstoffen. Ein bisschen wenig dabei. Ach! Zack, zack, zack. Ach. So. Jetzt an den Stellen hier hätte ich gerne noch einen zusätzlich dran. Denn dann machen wir das hier noch etwas dicker. Und lassen das so ineinander übergehen an der schrägen. So.